Ja, moin moin, willkommen zurück bei Memuria. Ja, wie die letzten paar Male vielleicht schon angedeutet, das Finale rückt in greifbare Nähe. Ich habe noch ein bisschen drüber geschlafen, was hier zu tun ist, um Sadias Bruder aufzuhalten. Ich habe die Story schon wieder halb vergessen. Ziemlich schade eigentlich. Aber wir haben festgesteckt und ja, schauen wir uns das doch nochmal an. Ja, ihn umgibt ein Schild, das wir oder den wir brechen müssen. Soweit ich das sehe, haben wir nicht gerade hilfreiche Gegenstände zur Hilfe bekommen. Wir können uns nicht durch diese Tentakel schneiden. Sie wachsen sofort wieder zusammen. Ja, ich habe auch versucht, hier den Statuen etwas anzubieten, aber es hat auch nicht funktioniert. Damit können wir den Der Turm Turm. hoch und runter bringen. Hier ist ein Schwebekristall, den haben wir schon deaktiviert. Wenn wir den jetzt hier berühren würden, würde der hochgehen. Alles klar. Dann geht es wieder nach oben. Der Turm. Ich weiß, dass im nächsten Turm auch so ein verwachsener Kristall ist. Nur lässt sich der noch nicht deaktivieren, weil da die Tentakel wirklich im Weg sind, soweit ich das sehe. Ich komme nicht nah genug heran. Kasims Arme sind ekelerregend unruhig. Weichet! Kasims Arme scheinen sich von den geweihten Relikten nicht beirren zu lassen. Ja. Funktioniert das nicht? Ich komme nicht, Kasims. Können wir die vielleicht versteinern? Oder haben wir das schon versucht? Ich weiß es Der nicht. Zauber wirkt nur auf Lebewesen. Vielleicht aktivieren, deaktivieren. Kasims Anwesenheit schwächt mich. Ihr müsst den Kristall mit euren eigenen Händen berühren, damit ich ihn verzaubern kann. Besser, ihr kommt ihm nicht zu nahe. Mann, Mann, Mann. Wenn es anders nicht geht. Jetzt sag bloß. Ich könnt mich schon wieder ohrfeigen. Dass das so einfach gegen schwebender Splitter, alles klar. Sind wir jetzt unten gelandet? Ja, also diesen Weg konnten wir vorher noch nicht gehen. Dann gehe ich erstmal runter. Die Arme spüren die Magie des Kristalls in eurer Tasche. Kommt ihnen besser nicht näher. Also das heißt, wir können auch nicht nach oben. Nein. Die Arme bekommt ihnen. Dann gibt es nur den einen Weg. Alles klar. Was haben wir hier? Tentakel. Sie sind weich und warm. Am Ende sind diese Viecher auch nur aus Fleisch und Blut. Wie schön ihr das gesagt habt. Ja, trotzdem ziemlich widerlich. So, wen haben wir denn hier? Oh, Tsar, Göttin des Friedens, wie konntest du nur so irren? Tja. Niemand kann mich jetzt noch aufhalten. Trotzdem, im gleichen Turm wie Zahn und eine Rüstung mit Schwert da zu haben. Meiner Meinung nach nicht die beste Designs-Idee. Nicht unbedingt. Naja. Vielleicht kommt irgendwann die Zeit, wo ich meinen eigenen Turm baue. Mit Blackjack und Nutten. Quatsch. Na, würde sich wenigstens Raya freuen. Und Fex vielleicht auch. Oh, was haben wir hier? Prinzessin, was ist? Er ist in meinem Kopf. Hat dich deine Vergangenheit etwa eingeholt? Lasst euch nicht verwirren. Es ist nur ein Spiel. Eine finstere Illusion, um euch zu brechen. Nichts davon ist wirklich.
Versucht euch darauf zu besinnen, was ihr wirklich seht, und der Trug wird verschwinden. Mhm. Was sehe ich denn? Zwei Säulen, der Palme, sie und ihn. Es ist nur eine Illusion. Sagt, was... Hier ist... Ups. Eine Statue? Eine Statue. Nee. Moment, jetzt muss ich mich mal kurz erinnern. Entweder steht mittig eine Statue von der Gottheit oder die Rüstung oder links und rechts. Also das hilft mir jetzt auch nicht unbedingt weiter. Moment, vielleicht... Also hier würde die Rüstung in der Mitte stehen und die Göttin würde links stehen. Jetzt habe ich mir die anderen Türme nicht gemerkt. Weil ich weiß, dass in dem einen eine Fackel hier wäre. Dann würde ich mal sagen, ich würde es mal, so wie es hier unten ist, machen. Also rechts eine Fackel, Mitte Statue, links Statue. Hier steht... Fackelhalter. Ein Fackelhalter. Oder auch nicht. Hier ist... ein Fackelhalter. Okay, ich würde mal schätzen, dass das erst gezeigt wird, was hier wirklich ist, wenn auch alles korrekt ist, so wie bei den einen Rätseln mit den Elementargeistern. Sekunde, wie sah es denn hier aus? Hier war es so, dann gehe ich mal in den anderen Turm zurück. Wie sah es hier aus? Da ist die Fackel immer dort, wo man hochgekommen ist oder reingekommen ist. So. Also könnte das schon mal theoretisch richtig gewesen sein. Dass ich mich nicht dran erinnern kann. Dann ist die Statue hier und da ist nichts. Dann ist... Mal sehen. Dann ist hier... Der Fackelhalter. Hier steht ein Fackelhalter. Dann wäre hier, glaube ich, nichts. An dieser Stelle ist nichts. Hier ist... So, jetzt muss ich überlegen, wo war der Hinweis, wo man hingehen kann. Da müsste hier das Schild sein. Ein Schild. Hier steht... Rüstung? Eine Rüstung. Hier ist... Dann die Statue. Eine Statue. Nee, das war nicht richtig. Das war nicht richtig. Vielleicht bekommen wir hier einen Tipp, wo es auch immer hier lang geht. Ah, hier ist so ein... Er ist genau außer Reichweite. Ich muss ihn irgendwie näher und weiter nach unten bekommen. Okay. Dann ist es wirklich noch ein Ratespielchen. Es kann auch sein, dass eines hiervon auch, dass so ein Hinweisschild ist. Hier steht. Dass ich mir es wirklich nicht gemerkt habe. Ich fand das so unwichtig. Ein Schild. Fackelhalter. Und dieser. Ein Fackelhalter. Hier ist. Nichts. Hier steht. Hier, die Framerate geht immer ein bisschen runter. Da habe ich immer das Gefühl. Eine Statue. Dass irgendwas passiert. Hier. Die Statue hatte ich da. Die Rüstung. Eine Rüstung. Du wirst dafür büßen, Kasim. Wie ich ihn hasse. Ich werde ihn töten. Ein für allemal. Interessant. Ich bin ein anderer Mensch geworden. Du wirst schon noch sehen. All das ist vorbei. Es wird nie wiederkommen. Ja, wie ist das System hier? Also, die Fackel muss eines von diesen beiden Dingern sein. So viel ist schon mal klar. Das Hinweisschild. Wo war immer das Hinweisschild? Ich glaube, dahin, wohin man gehen kann. Dann müsste hier das hier die Fackel sein. Ein Fackel. Das dürfte dann das Schild, ein Schild sein. Hier ist... Wo war im Vergleich zur Rüstung oder sonst irgendwas immer das...
Eine Stadt. Hier. Eine Rüstung. Hier. Nicht. Keine Ahnung. Ich guck mir nochmal den anderen Turm an. Ich weiß. Die Objekte. Seht euch die anderen Räume genau an. Ja, die anderen Räume können wir nicht mehr. Oder? Also, wenn wir uns das spiegelverkehrt angucken, dann ist der Fackelhalter ganz außen und direkt daneben das Schild. Von wegen. Hier ist die Fackel nämlich nicht. Schauen wir mal. Hier ist die Fackel links von irgendeinem Ausgang und direkt daneben die Rüstung. Und in der Mitte ist dann das Schild. Und dann ist da die Statue. Ich schreibe mir das mal kurz auf. So, aber ich glaube nicht, dass wir noch irgendwo hinkommen, dank dieser Tentakeln. Nein. Kommen wir nicht. Die Arme spüren die Magie des Kristalls in eurer Tasche. Kommt ihnen besser nicht näher. Fackel. Rüstung. Schild. Ausgänge eingezeichnet und... Statue. Nichts. Und Ausgang. So. Es muss doch irgendwie herauszukriegen sein. So, dann. Ausgang links. Nichts. Dann Statue. Dann Rüstung. Schild. Ausgang. Und Fackel. Also so wie das aussieht, ist das tatsächlich spiegelverkehrt. Nee, nicht ganz. Ich habe auch keine Textmarke, um mir irgendwie mit Farben irgendwas zu markieren. So, vielleicht kann ich mir mal sehen. Hier ist die Statue. Aus dem anderen Raum war die Statue rechts. Im jetzigen links. Die Rüstung ist hier in der Mitte. Oder, nee, die ist, glaube ich, einmal, nee, ist er nicht. Ich dachte schon, die seien im Uhrzeigersinn bewandert. Oder ging im Uhrzeigersinn. Das stimmt so nicht. Mal sehen. Nee. Verdammt, dass ich mir die anderen Räume nicht angeguckt habe. Vielleicht brauche ich nochmal irgendwas zum Ansehen. Ach, das kann auch nicht Sinn. ja, dann versuche ich die Lösung im nächsten Part zu finden. Also, wir sehen uns dann, wenn es soweit ist, in Memoria, wenn ich irgendwie versucht habe, irgendwie es geschafft habe, ein Muster zu erkennen in zwei Räumen, die ich jetzt noch besuchen kann. Also, bis dahin.